Sehr schön. Weihnachten ist ja das Fest, wo alles anders gekommen ist. Ursprünglich war es auch so und heute ist es auch ein bisschen so. Weil im Leben sind die Dinge nicht immer alle geradeaus, sondern manchmal gibt es ganz, ganz interessante Kurven und Wendungen. Und je länger wir unterwegs sind, auch auf diesem Planeten, desto mehr lernen wir damit umzugehen und lernen wir auch die Normalität dessen anzuerkennen. Als ich aufgewachsen bin, ich bin ja aufgewachsen in der ehemaligen DDR, zumindest die ersten 6 Jahre meines Lebens. Und in diesem Jahr habe ich mir ein paar Gedanken gemacht darüber, wie krass es ist, wie innerhalb in meiner Lebenszeit Dinge sich gewandelt haben. Eigentlich unfassbar. Und dann denke ich mir, Menschen, die jetzt älter sind als ich, also die jetzt schon jenseits der 80er sind, wie sie das wahrgenommen haben müssen, diesen kolossalen Wandel in unserer Zeit. Als ich geboren wurde, war mein Vater im Studium in Rostock und ich war ja im Landesinneren, also mit dem Trabi ungefähr 2,5 Stunden. Also wir hatten damals noch nicht mal ein Auto, das heißt, mein Vater war auf Bahnfahren angewiesen. Bin dann reingeboren in ein kleines Dorf, in dem die wenigsten Menschen Telefone hatten. Es war also Usus damals, dass im Pfarrhaus, wo ein Telefon stand, meine Oma mit den schwangeren Frauen einen Plan vereinbart hatte, wie wir das machen mit dem Krankentransport, wenn sie in die Klinik mussten, um zu entbinden. Es gab das eine Schlafzimmerfenster ganz links im Pfarrhaus. Und dann war vereinbart, bei Einsetzen der Geburt muss der Mann schnell kommen und muss klopfen, wenn es in der Nacht ist, an diesem Fenster, sodass meine Oma dann den Krankenwagen rufen konnte, der wiederum die Leute dann in die Klinik gebracht hat. Weil es sonst keine Art Verständigung gab. Und bei meiner Geburt war es dann so, meine Mutter war im Pfarrhaus, weil dort wohnten wir zu der Zeit und mein Vater war nicht da. Der war im Studium. So war es so, dass meine Mutter mich alleine zur Welt brachte und dann musste mein Vater ja nun verständigt werden. Also das ging ja aber nicht über WhatsApp, ne? Damals gab es nur Telegramm und zwar nicht das App. Und ich habe euch mal das ursprüngliche Telegramm mitgebracht, mit dem meine Geburt sozusagen meinem Vater angekündigt wurde. Hier steht, das ging also an Christoph Bayer und da steht oben die Adresse: gesunder Sohn geboren, Vater. Etwas kurz gehalten, denn damals hat man pro Zeichen bezahlt. Und mein Opa ist dann also zum Postamt gegangen und hat ein Telegramm aufgegeben. Und dann hat das mein Vater in seinem Wohnheim, hat er dann die Nachricht bekommen, es ist ein Telegramm für Sie da. Und dann ist er zum Postamt gegangen und hat ich kann mir nur vorstellen, was für eine Freude das bei ihm ausgelöst hat. Aber gut, über den Namen hatten sie sich, glaube ich, vorher schon geeinigt. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, die erste Frage, die immer doch kommt: Was sind die technischen Daten? So, wie schwer, wie lang und so? Kopfumfang, geht es der Mutter gut? Steht alles nicht drauf. Wie geht es meiner Frau? Musste noch ein Eingriff danach gemacht werden. Was war los? So, mein Vater musste also, und dann hat er irgendwelche Blumen gekauft in Rostock, ist dann am nächsten Tag mit diesen Blumen über Zug und so weiter, wahrscheinlich 2,5 Stunden, um dann in der Klinik zu sein, um mich dann in dem Arm zu halten. Aber ich habe dann überlegt, krass, das war dann wahrscheinlich um die 24, also wahrscheinlich 12 bis 24 Stunden nach meiner Geburt war mein Vater da. Ich sag mal, heute war meine gesamte Familie mit Bild verständigt ungefähr 5 Minuten nach der Geburt. Und die hatten alle ein Bild, die wussten alle, Mutter und Kind geht's gut, die haben uns gesehen am Lächeln, ja, alles wunderbar. Und dann, heutzutage fragt man sich, warum man das nächste Bild erst
30 Minuten später kriegt. Aber Kommunikation hat sich so kolossal gewandelt in unserer Zeit. Das, was heute normal ist, was wir an Infos permanent kriegen, und zwar nicht nur an Nachrichten, sondern auch an Infos voneinander. Ihr Lieben, mich interessiert es eigentlich ziemlich wenig, was andere Menschen essen. Ja? Also ist nicht so mein... Früher hat man gesagt, man muss das zuziehen, die Fenster, weil sonst sehen die Nachbarn, was man auf dem Tisch hat. Kennt ihr noch diese Aussage? Heute siehst du, was der Nachbar auf dem Tisch hat, wenn du auf Facebook gehst. Du weißt, was der isst und wann er isst. Wir haben Informationen, die mitteilen, was wir tun und was uns beschäftigt und wie lange war die Laufstrecke, die ich heute gelaufen bin. Und alles wird veröffentlicht. Kommunikation hat einen Quantensprung gemacht. Und Weihnachten ist das Fest, in dem wir zuerst einmal daran denken, dass Jesus geboren ist. Aber die Kommunikation Gottes auf diese Erde hat auch einen Quantensprung gemacht. Was vorher undenkbar war, ist in der ganzen Advents- und Weihnachtsgeschichte passiert. Und zwar Gott, der sich zu Einzelpersonen geäußert hatte. Menschen, die Propheten waren, Leute, die Gottes Botschaften an das Volk weitergegeben haben, oder mal ein Priester, mal ein König. Aber es waren so Einzelpersonen und plötzlich spricht Gott, er teilt sich selbst mit auf eine unfassbar breite Ebene, Hirten auf dem Feld und Weise im Morgen aus dem Morgenland. Die kamen übrigens auch später, heute kommen auch welche noch ein bisschen später, ja? Ist alles in Ordnung. Wir sind mitten in der Weihnachtsgeschichte. Dann gibt es Leute, die eine Jungfrau, die eine Erscheinung eines Engels hat, die eine Geburt ankündigt. Ein absoluter Quantensprung in der Kommunikation Gottes zu den Menschen. Und was wir die letzten Wochen gesprochen haben, ist, Gott ist ein Gott, der sich dir und mir mitteilen möchte. Er will mit uns sprechen. Wir haben schon einiges darüber gehört. Aber es ist nicht mehr ganz so kryptisch wie dieses Telegramm, sondern es ist viel deutlicher. Die größte Art, wie Gott kommuniziert, ist in Jesus. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann suche Jesus. Lerne von ihm. Weil Hebräer sagt es, am Ende der Zeit offenbarte Gott sich in seinem Sohn Jesus. Das ist die größte und herrlichste Art, wie Gott jemals kommunizieren wird. Alles andere, was wir an persönlichen Botschaften je hören wird, es ist nur ein Schatten von dem, wer Jesus ist. Es ist die beste und schönste, größte, heilbringende, errettende, Erlösung, hoffnungsspendende Botschaft eines Gottes, der sagt, so sehr liebe ich diese Welt, dass ich meinen Sohn sende. Das ist die allerbeste, besser als das wird es eigentlich nicht mehr. Danach sind nur noch Anhänge. Und dennoch müssen wir uns auch mit dem Thema auseinandersetzen, was tun wir eigentlich? Was sehen wir in der Weihnachtsgeschichte, wenn Gott mit uns spricht? Wenn er mit dir spricht? Wenn er dir persönlich in dein Leben hineinspricht? Und wir sehen einige Dinge in dem Neuen Testament, in der Adventsgeschichte, die uns einen Anhaltspunkt dafür geben, wie wir damit umgehen, wenn Gott eine Botschaft in unser Herz hineinlegt. Ob es durch das Wort Gottes ist, ob es durch einen Traum ist oder ob es durch eine Wahrnehmung von einem Bild ist, was wir oder etwas, was in unser Herz fällt. Wir haben darüber gehört, vor 2 Wochen könnt ihr die Predigt von Pastor Andreas Timm nochmal nachhören, die ganz unterschiedlichste Weise, wie Gott zu uns spricht. Aber was tun wir damit? Was passiert, wenn Gott mit dir und mit mir spricht? Und das Erste, was ganz wichtig ist, was wir sehen, ist, bleib nicht alleine. Gott will uns in Gemeinschaft führen. Das Reden Gottes für uns als Menschen ist nicht dazu geeignet, dass wir uns in Isolation zurückziehen und damit alleine bleiben. Die Tendenz kann sein, dass wir manchmal, oh, ich habe sowas ganz Tolles gehört, ich will niemandem davon sagen. Und wie toll ich das jetzt gehört habe. Das andere Extrem ist, dass wir es rausposaunen und jedem erzählen. Aber die,
das, was wichtig ist, ist, dass wir nicht alleine bleiben mit dem, was Gott zu uns gesagt hat. Wir lesen mal kurz in den Text hinein, was passierte, nachdem Maria diese Botschaft von dem Engel bekommen hat. Was macht Maria in dieser Zeit? Das lesen wir in Lukas 1, Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und später steht, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Wir müssen uns mal ganz kurz in die Lage der Maria hineinversetzen. Sie als Jungfrau, als wahrscheinlich Teenage-Mädchen, wird schwanger. Was für eine Schande in dieser Zeit. Ein absolutes No-Go. Jetzt gehst du ja nicht auf die Straße und sagst, übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich einen Babybauch habe, ist von Gott. Ist schon komisch, ne? Also dann würden die Leute sagen, also ich glaube, du solltest einen Arzt aufsuchen. Weil die Problematik ist ja nicht, dass man sich das nicht hätte herleiten können aus der Bibel. Natürlich, sie hätte sagen können, es steht doch geschrieben, die Jungfrau wird schwanger werden. Und du beziehst das einfach mal so auf dich? Aber was tut sie mit diesem Wort? Sie geht zu einer Verwandten, die Ähnliches gerade durchmacht. Elisabeth, eigentlich in wahnsinnig hohem Alter, wird schwanger, weil Gott ihr einen Sohn versprochen hat, der der Vorreiter sein sollte für den Messias, für den Erlöser, der kommen würde. Und ich finde das faszinierend, dass Maria, ich weiß nicht, wie sie davon gehört hat, dass Elisabeth auch schwanger war, weil es scheint nicht die Nachbarstadt gewesen zu sein. Es muss wohl ein bisschen zu reisen gewesen sein. Vielleicht hat sich das in der Familie über ein paar Wochen rumgesprochen. Hast du schon gehört, die Elisabeth, oh, krass, ne? Und Maria kriegt das mit und sagt, ich glaube, ich muss dorthin, weil das Reden Gottes führt sie hinein in Gemeinschaft. Dass sie das verarbeitet, dass sie in den Prozess drin ist, weil jetzt kommt irgendwann, wird es dieser Bauch anfangen zu wachsen. Die ganzen Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, was passiert jetzt mit mir, wie soll das weitergehen? Die ganzen Gedanken auch, wie ist das eigentlich, ein Kind zur Welt zu bringen? Die Frage ist doch immer, mit wem bist du mit dem unterwegs, was Gott in dein Herz hineingesprochen hat? Wer trägt das mit? Mit wem kannst du dich austauschen, auch wenn Momente des Zweifels und des Fragens und des Abwartens, weil manche Worte, die Gott in uns hineinlegt, die brauchen auch Zeit, sich zu entwickeln, wie das Baby, was in ihrem Bauch wuchs, ja auch Zeit brauchte, sich zu entwickeln. Auch Jesus war mal ein ganz, ganz kleines Fötus, was sich einnistete, in der Gebärmutter einer jungen Dame. Gott selbst, der sich einnistet in die Gebärmutter seines Geschöpfes, das ist schon mal verrückt. Kann man sich schon gar nicht vorstellen. Und da ist Gott drin. Aber in unserem, was wir jetzt so heute bewegen, ist ja diese Frage, mit wem bist du eigentlich im Gespräch über die Dinge, die Gott in dein Herz hineingelegt hat? Und es geht nicht immer darum, dass wir es überall rausposaunen, so wie es Maria nicht alles rausposaunt hat. Aber es gab Menschen in ihrem Umfeld, wo sie nicht alleine blieb und sagt, du, irgendwie hat Gott mir das gesagt. Und die Elisabeth, die sagte dann wahrscheinlich, ja du, mein Mann, ich meine, wir gehen hier auch durch ziemlich was durch. Der ist stumm. Ich erwarte ein Kind, der redet nicht. Also einfach, hier sind 2 Frauen, die haben schon krasse Dinge, ne? Stell dir mal vor, die Elisabeth versucht ihrem Mann zu sagen, kannst du mal das Kinderbett aufbauen? Und der... Und sie muss alles sagen. Sie muss alles in Worte fassen. Und er kann immer... Oder... Schon krass. Aber wisst ihr, Gemeinschaft heißt nicht immer, dass wir jemanden haben, der alles auch schon weiß. Heißt nicht, dass wir in allem immer einen Experten brauchen, mit dem wir uns umgeben. Sondern es heißt einfach, wir umgeben uns mit Menschen, die Ähnliches haben
Und zwar auch erleben, wir wollen wachsen, in dem Gottes Stimme zu hören und wahrzunehmen, was das in unserem Leben bedeutet. Mit wem bist du unterwegs? Wer ist so eine Person in deinem Leben? Wer ist so eine Person, der du dich anvertrauen kannst? Wo gemeinsam man im Gebet ringt, Dinge durchzugehen, zu sagen, hey, das ist irgendwie, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und dann wachst du morgens mal auf und sagst, ich habe dieses Wort in mir, aber das ist scheinbar irgendwie so verrückt, ich komme damit nicht ganz klar. Gibt es jemanden, mit dem du dann darüber sprechen kannst? Das Erste, was wir tun, wir bleiben nicht allein. Das Zweite, was passiert, wenn wir Gottes Stimme hören, und auch das sehen wir in dieser Geschichte, ist, dass wir zuhören und umdenken. Nicht nur hören. Nicht nur hören, sondern zuhören. Hören ist ja was, wir nehmen ja alles Mögliche wahr, ne? Also manchmal sagen meine Kinder mir, weiß ich nicht, hat der Lehrer nicht gesagt. Und man kriegt dann aber eine Information, dass das ganz klar kommuniziert wurde, da merkt man den Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Ja, sie haben die Geräusche gehört, die der Lehrer von sich gegeben hat, aber es hat nichts innerlich bewirkt. Es hat keinen Informationstransfer ausgelöst. Also war nicht wirklich zugehört. Und das Zuhören löst Umdenken aus. Wir lesen mal kurz in die Geschichte rein, wie es dem Josef ging. Jetzt kommen wir mal zu Josef. Im Matthäusevangelium lesen wir, Josef aber ihr Mann, der gerecht war, und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er das aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, lesen wir weiter. Ich fasse das mal kurz zusammen. Hey, entlasse sie nicht, nimm sie zur Frau, du sollst dieses Kind Jesus nennen und so weiter. Er gibt ihm einfach eine Information und Josef reagiert drauf. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Also, der Josef hatte einen Plan. Er war gerecht. Er wusste, wie sich zu verhalten ist. Er wusste, was Gott gefällt. So, und jetzt hatte er sich einen Plan zurechtgelegt. Wie kann ich mit am wenigsten Schaden dieses Ding irgendwie lösen? Wie kann ich hier raus aus dieser Nummer? Und ich kann mir vorstellen, wie es in ihm alles rumorte und er sich Gedanken zurecht. Und sein Ergebnis war, ich werde sie stillschweigend einfach die Verlobung auflösen und für mich keinen Schaden, für sie hoffentlich auch nicht zu sehr. So hat er sich gedacht. Jetzt spricht aber Gott zu ihm und er muss umdenken. Er muss einen neuen Gedanken zulassen. Und zwar, okay, ich werde jetzt doch nicht sie entlassen, sondern ich werde sie heiraten, sie wird einen Sohn bekommen. Ist ja auch erstmal nur im Glauben, ne? Also gab kein Ultraschall, konnte das ja nicht nachprüfen. Es war alles nur im Glauben, es war alles nur im Vertrauen. Da war keine große Klarheit. Und er muss erstmal diesen Gedanken zulassen und deswegen kann er dann anders handeln. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber er fängt an, umzudenken und eine neue Wahrheit zuzulassen. Okay, hier ist Gott im Spiel. Jetzt möchte ich uns vor die Herausforderung stellen, das klingt alles so schön, aber tun wir das? Denken wir um? Weil wir uns auch manchmal unsere Lebensmuster zurechtgelegt haben. Ausgehend von unseren Erfahrungen, von Dingen, die über uns gesagt wurden, ausgehend von unserer Prägung, haben wir gewisse Gedanken, die ganz fest sind. Und die sind, wie für Josef ja auch, in sich schlüssig. Da ist eine gewisse Logik drin. Du wurdest zum Beispiel vielleicht nicht ernst genommen als Kind, und jetzt hast du dir diese Lebensaussage zurechtgelegt, ich muss immer hart für alles kämpfen. Oder ich bin nur wertvoll, wenn ich das tue, was von mir erwartet wird. Oder ich bin immer das Opfer. Ich bin immer derjenige, der zum Schluss vielleicht gerade noch was abkriegt. Ich habe nie genug.
All diese Gedanken können uns prägen. Nun ist es so, wenn Gott zu uns spricht, dann konfrontiert das ganz oft genau diese Gedanken. Und es braucht ein Zulassen, dass wir nun anfangen, umzudenken. Wenn du sagst, ich bin nicht geliebt, und dann liest du in der Bibel, wie sehr Gott dich liebt, dann braucht es einen Prozess, sagen, okay, ich glaube, ich höre deine Stimme, Herr. Das heißt aber, den Gedanken, den ich bis jetzt hatte, den muss ich wohl irgendwie nochmal umdenken. Ich brauche eine Neubewertung und komme zu dem Entschluss, ich will an das glauben, was du sagst. Wenn du immer zum Beispiel so einen Gedanken, der innerlich schlüssig sein kann und der deckt sich womöglich auch mit deinen Erfahrungen, dass du sagst, ich schaffe das sowieso nicht. Und dann liest du in der Bibel, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Jetzt liest du so einen Vers. Dann sagst du, okay, jetzt muss ich erstmal umdenken. Weil das stimmt nicht mit dem überein, was mein schlüssiges Gedankenmuster ist. Das heißt, ich werde jetzt erstmal anfangen zu sagen, ich will das als Wahrheit deklarieren und mich anhand dieses Wortes orientieren und nicht anhand meiner Gedanken. Josef musste morgens aufwachen und sich sagen, okay, das war der Plan, aber den werde ich jetzt verwerfen. Diesen Gedanken werde ich nicht mehr nachgehen, sondern ich gehe einem neuen Gedanken nach, der ausgeht von der Wahrheit Gottes. Und plötzlich wird die Adventsgeschichte, in der wir hören, wie Gott spricht, für uns ganz persönlich. Und ich möchte dich vor die Frage stellen, welcher Gedanke über dich selbst, über Gott und über andere prägt dich? Und was sagt Gott dir? Und was sagt er dir auch in seinem Wort ganz besonders zu diesem Gedanken? Und lassen wir zu, dass diese Wahrheit anfängt, uns zu prägen, mehr als uns unsere Gedanken, die wir manchmal sehr wichtig für uns selbst nehmen. Und da braucht es für manche Dinge echt einen Umdenkprozess, der auch eine Weile dauert, wo wir jeden Tag zurückgehen zu diesem Vers, an dem wir diese Wahrheit auch festmachen, wo wir sagen, ich glaube, ich bin geliebt. Ich glaube, ich bin angenommen. Ich glaube, ich bin gesegnet. Ich glaube, dass er einen guten Plan mit mir hat. Ich glaube, ich bin nicht der letzte Lurch, sondern ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Das sind die Wahrheiten, die wir aus der Bibel herauslesen, wo Gott in unsere Herzen hineinspricht. Und es braucht Phase des Umdenkens. Es braucht eine Phase des neuen Denkens in unserem Leben. Denn das Reden Gottes widerspricht oft unseren menschlichen Prägungen. Und das sehen wir auch, wie so manche Lüge in unsere Gedanken und in unser Herz hineingefallen ist. Und ich möchte dich vor diese Frage stellen, welchem Gedanken gehst du gerade nach oder was prägt dich über dich selbst, über andere und über Gott? Und lässt du zu, dass ein Umdenkprozess stattfindet, weil Gott spricht und Wahrheit in dich hineinlegt. Hier spielt der erste Punkt aber auch eine Rolle, nicht alleine zu bleiben, sondern in Gemeinschaft zu sein. Manchmal brauchen wir eine Erinnerung von jemand anderem, der uns daran erinnert, was Gott über uns ausgesprochen hat. Und der dritte Punkt, den wir aus der Advents- und Weihnachtsgeschichte lernen, was es bedeutet, oder was wir tun, wenn Gott spricht, ist, dass wir einen nächsten Schritt gehen im Vertrauen. Dass wir gehen, einen Schritt im Vertrauen auf Gott zu gehen oder hineingehen in das, was er uns gegeben hat, was er in uns hineingesprochen hat. Es ist dieses vertrauensvolle Handeln, dieses vertrauensvolle Handeln in dem Wissen, ich verstehe nicht alles, ich habe noch nicht für alles die Lösung, ich habe noch nicht für alles die Erklärung, aber ich handle im Vertrauen. Wir lesen mal in die Geschichte rein, wie krass das für viele in der Advents- und Weihnachtsgeschichte der Fall war. Einmal natürlich Josef, haben wir gerade gelesen, er nimmt sie zur Frau im Vertrauen,
umgetacht und denkt jetzt, und er ist jetzt komplett anders. Aber jetzt gehen wir mal hinein, jetzt kommen wir mal zu den Weisen aus dem Morgenland. Sie erleben hier etwas, dass sie zum Herodes gehen und sie kommen bei Jesus an, nachdem sie erst ja in ihrem Verstand dachten sie, okay, man muss da wohl zum König gehen, wenn ein neuer König geboren ist, muss man dahin gehen. Aber Herodes, der bringt sie natürlich auf eine andere Fahrt, er sagt dann, er sammelt die Schriftgelehrten zusammen und die sagen, ah, es muss wohl in Bethlehem sein. Also ziehen sie weiter und Herodes sagt dann, wenn ihr den findet, dann müsst ihr mir Bescheid geben, ich will ihn auch anbeten. Aber natürlich wollte er Jesus eigentlich umbringen, das hat er ihnen aber nicht gesagt. Als sie jetzt bei Jesus waren, wissen wir nicht wie lange, aber dann steht im Matthäus 2, Vers 12, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Das heißt, hier widersprach auch etwas ihrer Logik. Sie hatten das ja anders geplant. Der Reiseführer war anders geschrieben, okay, wir müssen erst wieder zurück zu dem König und dem nochmal kurz Bescheid geben und so weiter und so fort. Dann ziehen wir. Und Gott sagt zu ihnen, nein, geht nicht den Weg, sondern geht anders. Und sie sagen, verstehe ich jetzt nicht, aber wir machen es. Wir wissen ja nicht, was ihre initiale Reaktion war. Aber sie tun und sie gehen einen Schritt im Vertrauen. Jetzt wird das immer krasser, Josef, der kriegt auch einen Traum. Also im nächsten Vers lesen wir, als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm dein Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Also es scheint irgendwo, das scheint nicht eine große Kommunikation zwischen den Weisen und dem Josef gegeben zu haben, weil die hätten ja sagen können, also wir haben da so eine Warnung, wir sollen da nicht hingehen, hier scheint Gefahr zu lauern, vielleicht verzieh dich mal lieber. Weil wir haben dem schon eine Information gegeben, also hätten sie ein bisschen geschlussfolgert, also so wäre ich drauf gewesen, hätte ich ja gesagt, also da scheint irgendwie eine Gefahr zu lauern. Aber Gott spricht ganz persönlich zu ihm. Und jetzt denke ich mir den Josef, ne, der sagt, Ägypten, ich meine, wir sind hier gerade hergekommen. Wir sind ja schon, wir mussten ja hier schon eine ziemliche Wanderung machen. Ich bin ja nicht da, wo, jetzt muss ich noch weiter und dann auch nach Ägypten. Gut, ich meine, Hurghada soll schön sein um diese Zeit, ne? Aber er stellt es nicht in Frage, sondern geht. Und dann kommt die nächste Episode. Er ist dann in Ägypten. Als aber Herodes gestorben war, da wurde keine WhatsApp-Gruppe gegründet und gesagt, übrigens, der ist jetzt tot, ihr könnt zurückkommen, sondern da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Bis hier, ihr Lieben, bis hier kommt überhaupt keine Spur von Angst, Sorge, Panik. Ich finde es so spannend, dass wenn Gott spricht, dann entsteht keine Panik, entsteht keine Angst. Ich finde das, und ich meine, der Engel gibt ihm ja jetzt nicht die allerschönste Botschaft, ne? Geh nach Ägypten, denn der Herodes will das Kind umbringen. Und Josef flippt nicht aus, also zumindest lesen wir nichts da drin. Er stand auf, mitten in der Nacht, nahm das Kind und die Frau, zack, wir gehen nach Ägypten. Einfach, und ich finde das echt ziemlich unaufgeregt, wie Matthäus das schreibt. Also ich wäre ja so ein bisschen angespannt. Ne? So, da kommt dann die norddeutsche Panikattacke. Oha. Ne? Ja, kennt ihr ja. Wenn es dann ekstatische Panikattacke ist, dann oha, oha. Aber das ist ja extrem norddeutsch, wie das geschrieben ist. Ne? Keinerlei Gefühlsregung. Und Josef, schweißgebadet, wachte auf, packte in Eile den Koffer und warf die Frau und das Kind auf den Rücksitz seines, oder was auch immer, ja? Gar nichts dergleichen. Komplett in Ruhe. Und ihr Lieben, das spricht so zu meinem Herzen, weil ihr manchmal wird Gottes Reden dazu gebraucht oder anscheinend gebraucht, um Druck auf andere auszulösen.
Und ich möchte mal auch in ganz großer Klarheit hier sagen, wenn wir das Reden Gottes missbrauchen, um Menschen unter Druck oder in Angst zu steuern, dann tun wir Unrecht. Dann versündigen wir uns. Weil Gottes Reden löst, soll Vertrauen und Hoffnung in uns auslösen, dass er der Gott, der wirklich auf uns aufpasst, der mit uns Wege geht und Schritte mit uns geht, der wird über uns wachen, auch wenn Herausforderungen kommen. Und wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommt. Es kann sein, dass große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Aber ihr Lieben, wir sind nicht geprägt von Panik, sondern davon, dass ein Gott, der auf diese Erde gekommen ist, es gut mit uns meint und uns durchtragen wird. Und auch wenn Verfolgung kommt, dann machen wir uns keine Angst vor Verfolgung, sondern wir schauen auf einen Gott, der uns stärkt. Wir schauen auf einen Gott, der uns durchträgt und der uns setzt, ein Licht zu sein, mitten hinein in die Dunkelheit. Ich finde das so faszinierend. Keine Panik kommt auf, sondern einfach im Vertrauen und in Hoffnung geht er Schritte. Bei Josef kommt dann einmal ein menschlicher Gedanke rein. Wir lesen mal nochmal weiter. Als er aber hörte, also er ist jetzt auf dem Weg zurück, als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich. Das war aber nicht aufgrund von einer göttlichen Botschaft, sondern er hörte das. Das war eine menschliche Botschaft. Was tut Gott, um der Furcht zu begegnen? Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa. Und schon ist die Sache wieder, wenn Gott spricht, dann handle ich im Vertrauen auf dieses Wort, dann brauche ich mich nicht fürchten. Es ist ein Weg, den er mir offenbart. Gott will dir und mir Wege offenbaren, die wir im Vertrauen gehen, die nicht immer logisch sind. Aber er löst etwas aus, weil das Reden Gottes, wir erinnern uns nochmal ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, da sagt er, es werde Licht und es sei. Wenn Gott redet, ist in dem Reden eine Befähigung für das, auch den Weg zu gehen, den er vorgibt. Gottes Reden und Handeln können wir nicht voneinander trennen. Er ist das, was er sagt. Er tut das, was er sagt. Es ist keine Schizophrenie bei ihm. Das ist irgendwie, ist vielleicht doch so, oder meint er das vielleicht doch ganz anders und dann passiert das gar nicht und so. Wir Menschlichen sind manchmal geprägt. Wir kriegen eine Versprechung und vielleicht sind wir enttäuscht worden, weil uns jemand was versprochen hat und es ist nicht eingetroffen. Das prägt auch unser Denken. Aber wenn Gott spricht, ist gleichzeitig eine Befähigung da. Und da ist eine Kraft da, die der Heilige Geist uns schenken will, diese Wege zu gehen miteinander, diese Wege Gott nachzugehen. Wir lesen nochmal zum Abschluss auch bei den Hirten rein, was sie sagen. Und als sie es aber gesehen hatten, das Kind, nachdem sie bei dem Maria waren, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Sie handeln und sie fangen an zu reden auf Grundlage dessen, was Gott zu ihnen gesagt hatte. Es ist ein vertrauensvolles Reden. Ein vertrauensvolles Handeln. Auch sie mussten ja sagen, okay, jetzt haben uns die Engel gehört, in welchem Stall und so weiter. Also sie hätten viele Fragen haben können. Aber die Hirten haben sich einfach aufgemacht, um Jesus dort zu finden. Während die Lobpreisband jetzt nach vorne kommt, möchte ich uns einladen, einen Moment innezuhalten. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und mit Jesus, mit diesem ganzen Thema, Gott redet, da kannst du vielleicht gar nicht so viel anfangen. Die wichtigste Reaktion auf Gottes Reden ist unsere Reaktion auf Jesus. Gott hat, habe ich am Anfang gesagt, in seinem Sohn gesprochen. Und in seinem Sohn Jesus spricht er zu dir, wie sehr er dich liebt. In seinem Sohn Jesus spricht er zu dir, wie sehr er dich in Freiheit führen möchte. Wie sehr er dich überschütten möchte mit göttlichem, was er für dich vorbereitet hat. Das spricht er in Jesus. Die wichtigste Antwort, die wir jemals geben, ist die
ist die Antwort auf die Frage, was tust du mit Jesus, der nicht nur auf diese Erde kommt als Baby, sondern der ans Kreuz geht und die Sünde dieser Welt auf sich nimmt, um ein für alle Mal zu zeigen, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist diese eine Botschaft, diese eine Reaktion auf Jesus, die alles verändert, dass wir ihm sagen, ja, ich glaube, dass du gekommen bist, um meine Sünde, meine Trennung zu Gott auf dich zu nehmen, um mir ein neues Leben, eine Beziehung mit diesem Schöpfer Gott zu geben, die ich nie verdient habe, die ich nicht selber mir erkaufen konnte. Aber meine wichtigste Reaktion ist die, dass ich sage, Jesus, ich glaube an dich und ich bitte dich, mir zu vergeben. Ich bitte dich, dass du mein Leben neu machst, dass du mich nimmst. Ich will dir folgen, ich will von dir lernen. Jesus, mein ganzes Leben war ausgerichtet auf alle möglichen Dinge, auf mich selbst und auf Erfolg und auf Karriere und auf alles Mögliche. Und ich schwenke meine Ausrichtung und höre, Jesus ist gekommen, ich richte mich auf ihn aus. Die wichtigste Antwort, die du je in deinem Leben geben kannst. Die Antwort auf Gottes Sprechen in Jesus. Daher die Frage an dich, das Angebot an dich, wenn du dich heute Jesus zuwenden möchtest und sagen möchtest, Gott, ich möchte dir Antwort geben, indem ich auf deinen Sohn Jesus reagiere und bitte, dass er mir vergibt, dass er in mein Herz hineinkommt, dass er mein Leben neu macht. Das ist heute die Gelegenheit dazu. Komm gerne nachher und nach dem Gottesdienst auf uns zu. Du darfst auch mit ihm, gerade jetzt in der Stille, ihm einfach sagen, Jesus, ich wende mich dir zu. Ich möchte dir vertrauen, möchte dich bitten, dass du mir vergibst, dass du mich neu machst. Zeig du mir immer mehr, wer du bist. Mein Leben möchte ich auf dich ausrichten. So lade ich uns ein, dass wir miteinander aufstehen. Und ich habe was auf dem Herzen, und zwar diese Fragen nochmal miteinander in Kürze durchzugehen. Gibt es ein Reden Gottes in deinem Herzen, wo du auf jemanden zugehen solltest noch, wo du sagst, ich gehe in Gemeinschaft, ich bleibe damit nicht alleine. Aber ich hatte zwei Schwerpunkte für heute. Und das ist der Punkt 2 und Punkt 3. Ich glaube, dass heute Morgen einige unter uns hier sind und du hast einen Gedanken, der dich so sehr prägt. Und heute Morgen hast du womöglich schon Gottes Reden auch aus seinem Wort gehört, wie sehr er dich liebt, wie sehr er mit dir, wie sehr er gute Gedanken für dich hat. Und heute Morgen ist ein Zeitpunkt für dich, dass du auch eine Entscheidung treffen darfst. Ich lasse mich auf dieses Reden Gottes ein. Ich will, dass er zu mir, ich will umdenken. Da gibt es vielleicht was, wo du gerade heute auch merkst, da braucht es ein Umdenken, da braucht es ein erneuertes Denken. Während wir gleich nachher in die Anbetung gehen, komm gerne zum Kreuz. Und ich ganz spontan, das Gebetsteam und die auch Gemeindeleitung, wer da wäre, kommt gerne und nehmt diese Anbetungszeit und sagt, sagt, ich brauche da Gebet, ich möchte da echt lernen, umzudenken, einen neuen Gedanken, eine neue Wahrheit auch wahrzunehmen und aufzunehmen. Und ich glaube, dass einige hier sind und Gott führt dich auf einen konkreten Schritt. Und ich hatte in der Vorbereitung diesen Impuls, dass einige hier sind und in diesem Weihnachtsfest soll Versöhnung mit einer Person stattfinden in deinem Umfeld. Und Gott gibt dir einen Schritt aufs Herzen, den du gehen sollst. Und du darfst diesen Schritt im Vertrauen gehen, aber du brauchst noch irgendwo, sagst du, ich brauche diese Kraft. Ich will wirklich auf dieses Wort hin, auch diese Kraft in Anspruch nehmen. Vielleicht gibt es auch einen Schritt für dich, den du gehen sollst, wo du sagst, ich glaube, ich soll diesen Schritt gehen, weil Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Und da ist was, wo ich echt sage, ich will im Gehorsam und im Vertrauen diesen Schritt gehen. Ich weiß nicht wie, ich habe die Kraft nicht, ich weiß auch nicht, wie das ausgehen wird, aber ich möchte diesen Schritt gehen. Heute Morgen darfst du eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte diesen Schritt gehen. Komm dann auch nach vorne während der Anbetungszeit. Vielleicht das Gebetsteam kann sich schon mal aufstellen. Und in der Anbetungszeit, nehmt euch einfach die Zeit. Sagen wir, gibt es was, wo ich beten möchte? Und wir gehen jetzt gemeinsam in diese Zeit, um Gott zu verehren.
Herr, der Gott, der sich uns naht, der sein Schweigen bricht, der zu dir und zu mir sprechen möchte. Und wenn du in dieser Anbetungszeit was konkret noch ein Gebet in Anspruch nehmen willst, komm gerne, es ist so wichtig, diese Momente nicht an uns verstreichen zu lassen. Jesus, wir ehren dich, Heiliger Geist, und ich danke dir für dein Licht, was du gibst, dass du Wahrheit hineinschreibst. Wenn du dein Leben Jesus heute auch anvertrauen willst, auf ihn reagieren willst, komm auch zum Kreuz. Sprich mit jemandem, bete mit jemandem. Danke, Herr, dass dein Licht und dein Heil gerade jetzt hier ist, weil du da bist, Jesus. Denn du bist unser Licht und du bist unser Heil. Vor wem sollte uns grauen? Du bist unseres Lebens Zuflucht. Vor wem sollten wir erschrecken? Ich danke dir auch, Herr, dass du gerade jetzt Angst nimmst in dem Namen Jesu. Jede Angst, jede Panik muss weichen in dem Namen Jesu. Das göttliches Heil sich offenbart über deinem Leben. Ehren dich, Jesus. Beten dich an.